Dass ich nicht in die DDR zurück konnte, wusste ich. Denn es gab für mich nur die Bundesrepublik. Denn eine Frau eines Peruaners war, weil die Ehe da auseinandergegangen war, ziemlich schnell wieder zurückgekommen. Und die ist ganz mordsmäßig schlecht behandelt worden. Ja? Die war aus Dresden. Also die ist erst tagelang von der Stasi vernommen worden. Das haben wir nur so durch Flüsterpropaganda erfahren. Sie durfte nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Sie musste da zur Bewährung in die Produktion. Also wenn man die DDR verließ, dann wusste man, die wollen einen nicht wieder haben, weil sie haben einem immer wieder bedeutet, du verlässt jetzt die beste aller Welten. Und ich, wie gesagt, war erstmal recht skeptisch, aber andererseits hatte ich mir in Peru auch bestimmte Umgangsformen angewöhnt, also zum Beispiel, dass man sich immer umarmt. Nicht, dass mein Mann hatte eine sehr große Familie und unentwegt traf man irgendwelche Familienangehörigen, auch wenn weitläufige, man umarmte sich nicht. Und das war dann so, als ich in die Bundesrepublik kam, dass ich die Leute umarmen wollte und die streckten mir die Hand hin. Ja? Also das waren so. Und ansonsten wissen Sie, wenn Sie zum dritten Mal wieder ein neues Leben aufbauen müssen. Das fängt ja mit so banalen Kleinigkeiten an wie Hausgeräte und Möbel und so. Wir hatten ja aus Peru nur meine Bücher und unsere Bücher und die Schallplatten mitgebracht. Ich bin mit dem Sohn mit einem polnischen Frachtschiff gekommen. Dadurch konnten wir das wenigstens mitnehmen. Aber wir hatten keine Möbel, wir hatten kein Geschirr, wir hatten nichts. Und das nimmt einen erstmal die ersten Monate mächtig in Anspruch. Ich habe bloß sehr schnell gemerkt, wenn wir mal, mein Mann arbeitet in einem Architektenbüro als Architekt in Nordrhein-Westfalen, in Coesfeld. Wenn ich mal auf irgendwelchen Feiern, die da waren, mal von Peru angefangen habe, das interessierte eigentlich niemanden. Nicht? Und, war das zu weit weg? Oder? Ja, und die Leute hatten auch wenig Ahnung und auch eigentlich kein Interesse. Südamerika war schon im Fokus, aber eben nicht Peru. Ja, ich glaube, zu der Zeit in den 70er Jahren fuhr man noch nicht so unbedingt nach, vielleicht ein paar Rucksacktouristen, aber so der Durchschnittsbürger wusste doch damals noch nicht, was Machu Picchu ist oder so.